Verzweifelte Weltelite und Operation Lockstep. Robert F. Kennedy Jr., der sich mit der Trump-Kampagne zusammentat, war der verbindendste Akt, den wir in Amerika seit Jahren sahen. Weniger als 3 Monate vor der Wahl 2024 gibt Mark Zuckerberg zu, dass er auf Anweisung der Bundesregierung Informationen auf Facebook zensierte. Vor 4 Jahren hat uns Klaus Schwab gewarnt, dass ein Cyberangriff kommen würde, der Covid verblassen lässt. Aber immer noch schenkt man dem Schreckensszenario zu wenig Einfluss. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Verzweifelte Weltelite und Operation Lockstep. The Reese Report auf Deutsch. Reese reported in, man, Alter. Ich mag den Reese Report. Und deswegen gehen wir da jetzt auch wieder rein. Ich weiß noch nicht genau, was uns erwartet, aber wird definitiv spannend werden. Und ich glaube auch Aluhut würdig. Also könnt ihr schon mal den Aluhut an die Seite legen. Jo, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, wie immer, geht der Peter gemütlich los, Digga. Und los. Die Äußerungen in diesem Video sind nicht die Äußerungen von Augen auf Medienanalyse. Es sind die Worte des US-amerikanischen Autoren Greg Reese und werden hiermit von uns lediglich übersetzt und im gesetzlich gesicherten Rahmen der freien Zugänglichkeit von Informationen 1:1 ungeprüft und unkommentiert für dich zur Verfügung gestellt. Alles klar, Bro, got you. Dankeschön dafür. Robert F. Kennedy Jr., der sich mit der Trump-Kampagne zusammentat, war der verbindendste Akt, den wir in Amerika seit Jahren sahen. Hab ich mir reingezogen, die Rede, Digga. Crazy. Möchtet ihr keine gesunden Kinder? Und wollt ihr nicht die Chemikalien aus unserem Essen haben? Trump immer wieder guckt immer, ne, so von der Seite. Trump macht immer von Seite. Ist euch das mal aufgefallen? Immer so von Seite. Und immer ernst, so immer Seite und ernst. Und möchtet ihr nicht, dass die Aufsichtsbehörden frei von Unternehmenskorruption sind? Und das ist, was Präsident Trump mir sagt, dass er es will. Er sagte mir auch, er möchte den Einfluss der Neokons auf die US-Außenpolitik beenden. Möchtet ihr nicht auch einen Präsidenten, der uns aus den Kriegen herausholt und der die Mittelschicht in diesem Land wieder aufbaut? Der hat das Spiel. Möchtet ihr nicht auch einen Präsidenten, der Amerika wieder gesund macht? Der war ja eigentlich in der Mitte, ne? Also Kennedy hat sich ja keiner Partei zugehörig gemacht, aber hat jetzt auch gemerkt, dass er keine Chancen mehr hat. Also hat seinen eigenen Wahlkampf abgebrochen, um jetzt den Trump zu supporten und hat sich jetzt auf Trumps Seite gestellt. Ja, keine Ahnung, Digga. I don't know, bro. Ich weiß natürlich, dass der Robert, der Bobby, der Jutzte, auf jeden Fall auch gut reingeschwurbelt hat bei der ganzen Corona-Sache und gegen Impfung und so. Das fand ich auf jeden Fall stabil und geil. Hab mir auch eine Rede von dem reingezogen, wo ich echt sagen muss, der hat gute Sachen gesagt. Und der ist natürlich in der Kennedy-Blutlinie so, der hat natürlich auch sehr viel durchgemacht, sein Vater umgebracht, Onkel umgebracht und diese ganzen Sachen so. Ich frag mich nur, warum der jetzt, ja. Ich hätte es gefühlt, wenn er einfach sein eigenes Ding macht, so. Danke euch allen sehr und Gott segne euch und Gott segne Amerika. Nachdem Bobby Jr. seine Unterstützung zusagte, folgte Tulsi Gabbard. Egal, ob du ein Demokrat, ein Republikaner oder ein Unabhängiger bist, wenn du unser Land liebst, so wie ich, wenn du Frieden und Freiheit so schätzt wie wir, lade ich dich ein, dich mir anzuschließen und alles zu tun, was wir können, um unser Land zu retten und Präsident Donald J.J. Trump zu wählen und den zurück ins Weiße Haus zu schicken, damit er die schwierige Aufgabe übernimmt, unser Land zu retten und den Menschen zu dienen. Ajo, nee, ist klar. Wer ist denn die eigentlich? Dieser historisch-politischen Neuausrichtung. Weniger als 3 Monate vor der Wahl 2024 gibt Mark Zuckerberg zu, dass er auf Anweisung der Bundesregierung Informationen auf Facebook zensierte. Bild? Es braucht keinen Profi, um zu sehen, was als nächstes kommt. Die zunehmende Wirkung dieser Geschichte führt zu einer massiven Reaktion, die groß genug ist, um die Wahlen auszusetzen.
Wenn sie wirklich denken, dass sie verlieren und sie es nicht vollständig sicher haben, und ich kenne die Antwort darauf nicht, weil ich ihre Pläne nicht kenne. Aber wenn sie glauben, dass es eine Chance gibt, dass Trump so hoch gewinnt, dass sie es nicht stehlen können, dann denke ich, dass ihre einzige Option darin besteht, die Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise ins Chaos zu stürzen, so wie sie es während des Covid taten, was der Vorwand war, um die Art des Abstimmens zu ändern und die Leute anonym wählen zu lassen. Und hat die Harris nicht aber gute Dings, gute Quoten? Die hat nicht schlechte Quoten, glaube ich, ne, die Camilla, die Jutze. Die nutzt doch schön diese Entertainment-Branche, auch die Rapper und die krassen Stars und so, um ihre Reden, um ihre Events da voll zu machen und so. Hat jetzt auch 1 Milliarde Spendengelder, 500 Millionen Spendengelder bekommen, ne? Ausweise und Briefkästen und 1 Monat vor der Wahl und so weiter. Sie ändert. Bro, auch du, mein Jutzter, ich sag dir ehrlich, erstens ist es scheißegal, wer gewinnt. Meiner persönlichen Meinung nach, weil die Kräfte hinten dran sowieso dafür sorgen werden, dass die Sachen umgesetzt werden, die umgesetzt haben werden wollen. So, das war jetzt grammatisch falsch, aber ist auch egal. Also es macht eh keinen Unterschied, wer gewählt wird. Und zweitens, wenn die wollen, dass der gewählt wird, dann wird der gewählt. Wenn die wollen, dass sie gewählt wird, dann wird sie gewählt. So, egal, wer da zur Wahl geht oder wer nicht. Ganz einfach. Alles. Mark Zuckerberg gab $400 Millionen aus, um die Mechanismen der Wahl zu kontrollieren. Das wäre nicht erlaubt, außer mit einem nationalen Notstand, bereitgestellt durch den Virus und kreiert in einem Labor in Wuhan. Covid. Und so ist es ganz einfach. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie verlieren werden, wird es eine Art Krise geben. Ich denke, es ist höchstwahrscheinlich ein Krieg mit dem Iran, den sie eh schon gewonnen haben. Wer weiß. Vor 4 Jahren hat uns Klaus Schwab gewarnt, dass ein Cyberangriff kommen würde, der Covid verblassen lässt im Vergleich zu seiner Verwüstung. We all know, but still pay insufficient attention. Beste Englisch, der Klaus. Wir alle wissen es, aber immer noch schenkt man dem Schreckensszenario zu wenig Einfluss des umfassenden Cyberangriffs, der Stromversorgung, Transport- und Krankenhausversorgung, unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen würde. Der kündigt das an quasi, ne? So wie die Covid auch schon angekündigt haben. Wenn der sowas sagt, Digga, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, schon hoch, dass sowas passieren wird, ne? Our society as a whole. The COVID-19-Krisis. The COVID-19-Krisis. Ajo. Covid-19-Krise würde man in dieser Hinsicht sehen als eine kleine Störung im Vergleich zu einem großen Cyberangriff. Und erst diesen Monat hat das Weltwirtschaftsforum einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel 4 globale Risiken, auf die man in der Post-Pandemie-Ära achten sollte. Der Artikel schätzt, dass die Menschen dem offiziellen Ergebnis der Wahlen 2024 nicht glauben werden, egal wie sie ausfallen. Und sagt, dass die Demokratie seit 18 Jahren im Niedergang begriffen ist und die Menschen nach etwas anderem suchen. Der Artikel zitiert die WHO und sagt, dass die Covid-Pandemie die größte Bedrohung für die psychische Gesundheit seit dem Zweiten Weltkrieg war und dass eine neue Öko-Angst wahrscheinlich eskaliert, da die Regierungen es nicht schaffen, schnell genug von fossilen Brennstoffen wegzukommen. Der Artikel alles gewollt. Geht davon aus, 2007 seien 50% der Arbeitsplätze vernichtet. 2027. Und eine gewaltige Gegenreaktion gegen KI sei unvermeidlich. Er warnt vor einer Ära Bro, the future is gonna be crazy. I told you. Wird krass sein. Wird krass werden. Covid war nur der Anfang. So. Deswegen müssen wir uns mental und körperlich stärken. Strong sein. Den Glauben an Gott nicht verlieren. Gute Menschen sein. Frequenz schön Schwingung beibehalten. Positive, liebende Schwingung. Und stark sein, Digga. Es wird lustig. Erwarteter destabilisierender Schockereignisse, in der eine neue globale extremistische Gruppe auftaucht, die KI nutzen könnte, um eine neue Phase des Terrorismus einzuleiten, zum Beispiel eine absichtliche Cyberpandemie. Die stimmt überein mit den Szenarien der Rockefeller Foundation für die Zukunft der Technologie und in der internationalen. Das prophezeien quasi die Rockefellers und hier die WEF-JungsInnen. Entwicklung, die besagen, dass das System auf Gewalt und trügerische Falschmeldungen zurückgreifen muss, wenn die Menschen das neue KI-Kontrollnetz ablehnen. Berichtet für Infowars. Ich bin Greg Grease.
Der Greg, der könnte auch mal so ein Stundenvideo rausknallen oder so. Ich finde, also ich hätte da jetzt gerne noch mal ein bisschen weiter zugehört. Ich finde, der macht echt gute Videos. Gute Reports. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Und jeder Style ist gut, wenn man ihn lebt, Bro. Poppy Fanning, ich küsse dein Herz. Danke für deine Unterstützung. Willkommen in der Love Gang, mein Jutster. Ski! Bester Mann. Augen auf Medienanalyse. Privat. Ja, krass, meine lieben Freunde. Krass, 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 krass. Sehr interessante Geschichte. Also wie gesagt, bei diesem ganzen Wahlenthema und welche Partei, und das ist für mich alles gar nicht so interessant, um ehrlich zu sein. Aber das andere hinten dran, was der WEF so fabriziert und was die so für Prognosen stellen und so, das ist schon sehr interessant. Da bin ich schon wieder auch drin und sag, ja, dass es halt wichtig ist, dass wir so viele Menschen wie möglich in die Spiritualität holen, zu Gott holen, auf die gute Seite holen und dann einfach stark werden und zuversichtlich in die Zukunft steppen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass alles gut werden wird, aber es wird trotzdem wild werden. Das steht fest für mich. Aber alles ist möglich und Gott ist oben. Deswegen wird schon alles genauso kommen, wie es kommen soll. I trust the process. Weißt du, wie ich meine? Jeder muss das tun, was er amazing findet. Eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns. Bis dahin. Peace out. Gang.